Schnee und Rodel gut, heißt es an diesem Wochenende. Wer nicht zum schnellen Skitrip aufgebrochen ist, kann sich damit trösten, dass er eben nicht in endlosen Staus auf der Autobahn und an den Pisten warten muss. Umweltverträglich ist es auch nicht gerade, wenn ganz viele gleichzeitig urlauben. Deswegen erfreut sich der sanfte Tourismus steigender Beliebtheit. So lässt sich die Vielfalt der Angebote noch bis heute Abend auf der bundesweit größten Messe für Ökotourismus bestaunen, dem Reisepavillon in Hannover. Reisen ja, der Umweltschaden nein. Ein Spagat, den Sie da versuchen auf dem Reisepavillon in Hannover. 250 Aussteller sind hier, informieren über sozialverträgliche und ökologisch korrekte Reisen. Naheliegende Ziele, umweltverträgliche Verkehrsmittel, altbekannte, bewährte Rezepte. Aber es gibt auch Exotisches. Exotische Reiseländer natürlich und exotische Aussteller. Die TUI zum Beispiel. Der größte deutsche Reiseveranstalter auf einer Messe für anderes, für umweltgerechtes Reisen. Nur ein Marketing-Gag, um das eigene Image aufzupolieren, oder doch echtes Interesse? TUI ist ein Massenveranstalter. Als solches tragen wir eine Verantwortung. Und wir müssen dieser Verantwortung Rechnung tragen, müssen kooperieren und helfen. Das ist der Sinn der Sache. Große Worte, gelassen ausgesprochen. Doch wie sieht Verantwortung und Hilfe vor Ort aus, zum Beispiel auf Teneriffa? Auch hier gehört die TUI zu den Großen. 50 Hotels hat der Reiseriese auf der Kanareninsel unter Vertrag. Und hier treffen wir ihn wieder, Alejandro Hidalgo, den Umweltbeauftragten. Auf Inspektionstour durch das 5-Sterne-Hotel Jardines de Nivaria. Ein neues, ein nobles Haus, in dem Öko-Standards gesetzt wurden. Auch auf Anregung der TUI. Strom und Licht funktionieren nur, wenn wirklich jemand im Zimmer ist. Wassersparende Armaturen wurden eingebaut. Die Handtücher werden nur bei Bedarf gewechselt. Das spart Waschmittel und ist in Spanien keine Selbstverständlichkeit. Draußen eine Poollandschaft zum Träumen. Ein Whirlpool ist ebenso inklusive wie eine verschwenderische Grünanlage. Und das, obwohl das Wasser knapp ist auf den Kanaren, die pure Verschwendung, sollte man meinen. Die Wahrheit ist im schmucklosen Hotelkeller zu besichtigen. Da steht sie, die Meerwasserentsalzungsanlage. 200 Kubikmeter Salzwasser laufen hier durch, Tag für Tag. Meerwasser wird zum Trinkwasser, das Hotel versorgt sich selbst, Grundwasser wird nicht angezapft. Das Jardines de Nivaria, vorbildlich also, aber vielleicht nur ein Vorzeigeobjekt? Wir haben sehr gute, vorbildliche Hotels, die sozusagen das Kopfrennen machen. Ja? Und dann sind eine Menge anderer Hotels, die sich gute Beispiele dran nehmen könnten. Und unsere Aufgabe ist, dieses Stochern und dieses Bemühen, hallo, schaut mal, wie gut die sind, die bekommen Preise und so, damit auch jeder mitzieht. Es bleibt noch viel zu tun, denn auch das ist Teneriffa. Die Bausünden früherer Jahre, der Boom, der immer noch nicht zu Ende ist, trotz eines vor Jahren verhängten Baustopps. Die mehr als 4 Millionen Touristen jährlich bringen der Insel nicht nur Geld, sondern auch Probleme. Das weiß auch der Tourismusmanager. Wir sind die Sünder. Ja, und als die Sünder müssen wir als allererste die Reue zeigen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir Maßnahmen ergreifen zum Wohl der Kanaren und zum Wohl nicht zuletzt des eigenen Geschäfts. Das eigene Geschäft. Ohne eine halbwegs intakte Natur, ohne paradiesische Ausblicke und Eindrücke wäre es damit ganz schnell vorbei. Auch das eigene Geschäft kann eine gute Motivation für Umweltschutz sein. Ortstermin in der Hauptstadt Santa Cruz. Treffen der Hoteliersvereinigung Teneriffas mit dem Chef der Umweltbehörde und mit der TUI. Die Mülltrennung auf der Insel soll verbessert werden. Wann und wie, das diskutieren sie. Und dass ein deutsches Unternehmen mit am Tisch sitzt, stört hier niemanden. Das Gewicht, das die TUI hat, ist enorm. Die sind nicht nur ökonomisch wichtig wegen der Zahl der Touristen, die sie hierher bringen, sondern auch ökologisch.
Inzwischen haben auch wir, unsere Hotels und alle, die im Tourismus arbeiten, das Thema Umwelt aufgegriffen, weil wir verstanden haben, dass das Thema auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle spielt. Auf Teneriffa wird das Umweltmanagement der TUI also durchaus positiv beurteilt. Und in Deutschland, auf der alternativen Reisemesse? Wenn die TUI hier ist, kann man doch sagen, solche Branchenriesen riechen, wo das Geschäft ist. Die lernen hiervon. Die TUI lernt von den Ökos, engagiert sich und denkt dabei natürlich ans Geschäft. Wenn es auch der Umwelt nützt, bitteschön.